Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tierlist im Patch 12.10. Schauen wir als erstes wie immer auf die Top-Lane. Mit dem neuen Patch, mit dem sich natürlich die Heilung und alles deutlich verändert hat, haben wir hier natürlich auch eine kleine Veränderung von den Champions. Zu einem richtigen Carry ist inzwischen Lilia auf der Top-Lane geworden. Sie ist zurzeit der beste Champion auf der Top-Lane in der Low-Elo und sollte auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Sie ist vielleicht nicht ein typischer Top-Laner, kann aber dort oben richtig carryen. Dann haben wir einen Garen, der weiterhin konstant dort oben richtig reinhaut, mit Stridebreaker und dann sogar teilweise AD oder Crit-Items. Kann dieser Champion richtig raushauen und wird super gefährlich und muss nicht immer nur auf der Full-Tank-Variante gespielt werden. Dann haben wir immer noch eine Kayle, die sehr, sehr dominant dort oben auf der Top-Lane ist und zum Schluss einen Olaf. Kayle skaliert natürlich eher ins Late-Game und Olaf ist jetzt neu dazugekommen und ist ultra-busted. Natürlich wurde er selber etwas angegangen und mit der neuen Heilung oder mit dem neuen Heilungssystem kann dieser Champion dort oben auf der Top-Lane richtig, richtig krass raushauen. Also unterschätzt auf jeden Fall einen Olaf nicht, wenn ihr gegen ihn spielt und haut mit ihm richtig raus oder traut euch zumindest sehr viel, wenn ihr ihn selber spielt. Im A-Tier haben wir dann Mordekaiser, einen Trundle, einen Singed, einen Swain, einen Dr. Mundo und Nasus. Das Ganze ist erstmal ein kompakter Block, der sehr, sehr gut von der Winrate dasteht und sich von den unteren Champions vom A-Tier gut absetzen kann. Dort haben wir zwei richtige Carries, die vor allem zurzeit einen sehr starken Anstieg haben und das sind Mordekaiser und Swain. Mordekaiser auf dieser AP-On-Hit-Variante und dann einen Swain, der natürlich seit seinem Rework deutlich stärker geworden ist und auf gar keine Fälle unterschätzt werden darf. Der restliche Teil sind an sich eher Bruiser-Tanks, wobei der Singed und der Dr. Mundo hier vor allem die Tank-Variante darstellen und der Nasus und der Trundle eher die Fighter sind. Im unteren A-Tier haben wir dann noch den Ornn, die Fiora, Illaoi, Yorick und Urgot. Das sind Champions, die zurzeit einfach nicht mehr so glänzen können oder einfach von den anderen Champions übertrumpft werden. Ganz viel hängt halt mit diesem neuen Heilungssystem zusammen. Fiora ist der einzige Champion, der hier sehr, sehr weit aufgestiegen ist und die restlichen Champions, also vor allem alle Tanks hier wie der Ornn, die Illaoi, der Yorick und der Urgot sind abgestiegen. Champions in B-Tier solltet ihr nur mit Vorsicht picken und auch wirklich nur im äußersten Notfall oder ihr seid halt eben ein Main. Counterpicks sind natürlich auch immer erlaubt, wenn ihr euch sicher fühlt. Trotzdem empfehlen wir euch, wenn ihr einfach carryen wollt, nur das S- und A-Tier herzunehmen. Weiter geht's mit dem Jungle und dort haben wir mal wieder eine Veränderung von unserem S-Tier. Platz 1 ist inzwischen Trundle, dann kommt ein Wulibär, dann ein Wukong, danach ein Master Yi und zum Schluss hat es auch noch die Shyvana ins S-Tier geschafft. Neue und Überraschungen sind auf jeden Fall der Master Yi und der Wukong, von denen man eher ausgegangen ist, dass sie weiter mit dem A- oder B-Tier bleiben, aber mit dem neuen Patch konnten sie richtig krass raushauen und ordentlich carryen. Vor allem ein Yi wird inzwischen zu einer richtigen Bedrohung. Schauen wir aber nochmal zum Anfang hin, Trundle hat zurzeit die höchste Winrate und kann sich gut absetzen, wird sehr tanky und macht ordentlich Schaden, ist also ein sehr einfacher Jungle. Genauso wie Wulibär, er ist vielleicht nicht ganz so krass von der Winrate, ist aber trotzdem ein klarer S-Tier-Champion, wird tanky, kann sehr gut ganken und hat natürlich einen wunderbaren Tower Dive. Dann haben wir Wukong, der mit seinem Klon eher einen Shaco ersetzt, der hier weit unten im B-Tier ist, aber dadurch richtig raushaut. Also Wukong ist ein starker Pick und kann auch im Teamfight sehr gefährlich werden. Er wird eher tanky im weiteren Spielverlauf. Anders ist dann bei Master Yi. Master Yi baut man zurzeit auf der absoluten Schlitzer-Variante, heißt sehr, sehr viel Schaden, ganz viel On-Hit und nur wenig Tankiness. An sich reicht das aber aktuell vollkommen aus, um in der Rift carryen zu können. Zum Schluss haben wir noch Shyvana. Sie baut man auf der Tank-AP-Variante mit einer Titanic Hydra und einem Nash, was zurzeit richtig strong wird. Dazu kommen wir aber nochmal später mit der Titanic Hydra, denn das wird inzwischen auf mehreren Leuten gebaut in verschiedenen Lanes. Merkt euch also auf jeden Fall den Shyvana-Pick. Dann zum A-Tier, dort haben wir einen kompakten Block von der Winrate, also hier gibt es keine großen Unterschiede, wo man nochmal unterscheiden müsste. Ihr könnt eine Lilia wie einen Echo picken und beide sind ungefähr gleich stark. Wobei man sagen muss, dass der Echo vielleicht kein so starker AP-Carry ist wie die Lilia, aber trotzdem ordentlich mithalten kann. Also dort habt ihr eine volle Variation an Champions, ob ihr jetzt einen Assassin, einen Tank, einen Bruiser spielt und das auf AP oder AD. Wir empfehlen aber trotzdem ganz klar, das S-Tier zu nehmen, denn wer im Ranked aktuell carryen und gewinnen will, soll einfach diese Champions picken und hat eine wunderbare Chance, sein Game zu entscheiden. Nach dem Jungle kommt wie immer die Midlane und dort haben wir weiter auf Platz 1 den Swain, dann dicht gefolgt einen Vel'Koz, einen Brand, einen Vega und einen Viktor. Alle Champions sind hier sehr starke AP-Carries und können vor allem im Late-Game sehr, sehr glänzen.
Swain ist hier das Musterbeispiel, er wird auch schon im Midgame stark, ist aber im Late Game mit seiner Ultimate fast ein unbesiegbarer Champion, vor allem wenn man ihn sehr auf die AP-Tank-Variante baut. Dann haben wir einen Vel'Koz, er ist für den Poke zuständig, genauso wie der Brand. Diese Champions machen mit ihren Fähigkeiten über Zeit sehr, sehr viel Schaden. Anders ist bei Vega. Vega kann zwar auch immer wieder seine Fähigkeiten hineinwerfen, ist aber vor allem sehr, sehr stark, wenn er einzelne Ziele, vor allem Carries, mal mit seinen Fähigkeiten trifft und mit der Ultimate sofort one-shottet. Zum Schluss haben wir dann auch noch den Viktor. Er ist ein Champion, der natürlich auch pokt, aber mehr ein Playmaker ist. Also er kann deutlich aggressiver in die Gegner reinrennen, seine einzelnen Fähigkeiten verwenden, sehr gut kiten, heißt zwischen den Gegnern immer wieder Schaden verursachen, weglaufen, wieder reingehen in Fight, Schaden verursachen und das funktioniert über seine Fähigkeiten wunderbar und er ist dadurch auch sehr, sehr gefährlich. Kann aber genauso außerhalb vom Fight stehen und immer wieder seine einzelnen Fähigkeiten, vor allem die E, ins Gegnerteam schießen und sehr, sehr viel Schaden verursachen. Ein gefeedeter Viktor ist also zurzeit eine sehr sichere Game-Winning-Sache. Im A-Tier haben wir dann nur einen sehr kleinen Pool, denn die Winrate hat einfach gezeigt, dass wir hier nochmal klarer aussortieren müssen und hier seht ihr jetzt wirklich Champions, mit denen ihr im A-Tier noch carryen könnt und Champions, die im B-Tier einfach deutlich weiter abgefallen sind, vor allem im Vergleich zum S-Tier. Da haben wir im A-Tier Poke-Champions wie den Xerath und den Malzahar, aber auch eine Anivia und Champions, die eher wieder Playmaker sind oder carryen wollen, wie eine Cassiopeia und einen Fizz. Fizz ist hier mehr der Assassin, der gute Plays machen muss und eine Cassiopeia fällt mir in die Viktor-Kategorie. Ihr wollt immer mal wieder rein, dann die Gegner fighten, aktiv bekämpfen, euch dann wieder zurückziehen, eure Ultimate richtig setzen. Also das ist mehr ein Playmaker-Champion, die in die Viktor-Richtung geht. Zum B-Tier gibt es hier nicht so viel zu sagen, außer dass diese Champions natürlich nicht so glänzen können wie S-Tier-Champions, also dort solltet ihr gar keine Chance haben, könnt sie aber notfalls picken, sie sind halt von der Winrate relativ garbage, können aber immer wieder in einzelnen Fällen richtig gut raushauen, vor allem an den Yone oder an den Yasuo denke ich hier, bei den anderen Champions ist es natürlich eher etwas schwieriger. Sonst wollen wir hier natürlich eine klare Empfehlung geben, mit der ihr einfach in der Solo-Queue carryen könnt und das ist hier nur das S-Tier. Scheißt auf das A-Tier, scheißt auf das B-Tier, man muss es leider so sagen, nehmt das S-Tier hier und carryt eure Games, diese Champions sind einfach super strong. Kommen wir jetzt zur Botlane. Dort haben wir im S-Tier eine neue Veränderung. Manche hassen es, manche lieben es. Es gibt inzwischen wieder den Tank Kog'Maw, der ganze Teams wegschredden kann. Ihr müsst dafür einfach Rageblade als erstes bauen, dann Titanic Hydra und könnt euch dann entscheiden, ob ihr ein Tank-Item als Mythic baut, ob ihr ein offensives Item als Mythic baut, wie einen Kraken Slayer, oder ob ihr dann auch weitergeht und danach Warmogs reinsteckt. Also an sich braucht ihr nur Rageblade und Titanic Hydra und könnt damit ein Game anfangen zu carryen. Und das funktioniert wunderbar auf Kog'Maw und er hat hier eine krasse Winrate. Also ist nochmal deutlich weiter über der Miss Fortune und carryt zurzeit mehr oder weniger alles weg. Probiert den gerne mal aus und hier habt ihr einen super Carry für die Solo Queue. Dann haben wir die Miss Fortune, die auf dem Full Lethality Build richtig reinhaut und nicht mehr auf Crit gespielt wird, sondern nur noch auf dem Lethality Build und dort ihre Stärken beweist. Im A-Tier haben wir dann eine Mischung aus verschiedenen Champions zwischen Hyper-Carries, aber auch zwischen Champions, die in bestimmten Art und Weisen carryen wollen, wie zum Beispiel ein Chin, der ist natürlich hier kein Hyper-Carry, genauso wie der Lucian. Diese beiden Champions können aber trotzdem sehr krass raushauen. Sonst sind Ashe, Twitch, Tristana und auch eine Wayne die Hyper-Carries, wobei Wayne hier eher abgefallen ist und nicht mehr so stark ist wie vielleicht vor 3-4 Patches. Überschätzt also die Wayne nicht und nehmt eher mal eine Ashe und einen Twitch her, die sind zurzeit wieder richtig am Kommen und können von der Winrate her ordentlich rausknallen. Im B-Tier haben wir dann alle weiteren Champions und das ist natürlich bei den ADCs immer sehr schwierig. Diese Champions können in bestimmten Matchups, in bestimmten Kombos richtig raushauen. Ich denke dann nur an eine Jinx, vielleicht an einen Ezreal, aber auch an eine Samira oder auch unten an eine Kalista oder eine Sari. Also das sind alles Champions, die gut gespielt und verwendet werden können, aber halt leider oft als Einzel-Champions und in ihrer Winrate her sehr hart untergehen und somit hier nicht bei uns im A- oder S-Tier landen. Als allerletztes schauen wir uns die Supporter an, mit denen ihr aktuell carryen solltet. Pickt auf der Botlane auf jeden Fall eine Chenna, einen Zilean und vielleicht auch eine Sona, wenn ihr euren ADC vor allem unterstützen wollt. Wenn ihr selber anfangen wollt zu carryen und ordentlich Damage machen wollt, dann nehmt eher einen Brand oder eine Syra her. Das sind hier diese zwei Varianten, die bei dem Supporter gerade richtig raushauen. Winrate-mäßig ist hier unser S-Tier auch nochmal weit über dem A-Tier und kann richtig gut carryen. Wir sprechen da von einer Winrate zwischen 54 und 53% und dem A-Tier, das bei 51% zurzeit weitergeht. Also dort haben wir einen ordentlichen Sprung.
Trotzdem wollen wir ein A-Tier nicht verleugnen und haben natürlich vor allem im oberen A-Tier Champions, die immer ja, so einen kleinen Sprungbrett-Syndrom haben. Also vor allem eine Nami kann mit Lucian natürlich super in den Game carryen. Ein Vel'Koz kann genauso wie ein Brand oder eine Syrah Schaden machen. Er ist teilweise nur etwas schwieriger zu spielen und schwieriger umzusetzen. Trotzdem kann er mit dem Laser ganze Teams vernichten. Dann haben wir die Renata, die eine Mischung aus den meisten Richtungen mit sich bringt. Heißt, sie kann selber aggressiv spielen, kann genauso CC mitbringen, hält leider nicht so viel aus, gibt aber trotzdem genügend Unterstützung an den ADC weiter. Und zum Schluss haben wir dann auch noch die Senna, die selber, wie schon so oft genannt, zu einem Hyper-Carry werden kann oder halt zu einem ADC sich über das Game transformiert, nicht ganz so viel Unterstützung mit sich bringt, aber natürlich eine sehr aggressive Lane fährt. Also hier wollt ihr über Range ganz viel den Gegner immer wieder angreifen, das Ganze nennt sich dann eigentlich auch Poken oder Harassen. An sich wollt ihr halt einfach in dieser Lane vollgasdominant in der Lane stehen, so viel Schaden wie möglich verursachen, Seelen einsammeln und im Late Game dann selber über große Distanz carryen. Das Ganze ist aber sehr schwer, deswegen hat sie hier auch die höchste Schwierigkeitsstufe. Zum unteren A-Tier sagen wir nicht so viel, außer dass es deutlich schwächer ist als das obere A-Tier, trotzdem immer wieder die gleichen Variationen mit sich bringt oder die gleichen Varianten an Supportern. Da denken wir nur an die Yumi und die Soraka, die natürlich mehr in die Nami-Richtung gehen, ein Swain, der dann eher in die Renata, aber teilweise auch Vel'Koz-Richtung geht und ein Xerath, der ganz klar nur poken und terrassen will, also diese Senna-Vel'Koz-Variation mit sich bringt, aber natürlich das Ganze in einer AP-Form. Im B-Tier wollen wir euch dann nur noch wirklich ans Herz legen, dass ihr vielleicht eine Lulu mit dem Kog'Maw auspackt oder einen Nautilus mit der Samira, auf den Rest aber wirklich nur mit Vorsicht zurückgreift und eher, wenn ihr einfach carryen wollt im Rank, dann das S-Tier verwendet. Natürlich könnt ihr einzelne Champions dort unten im B-Tier auch auspacken, aber wir legen es euch nochmal ans Herz. Wir erstellen die Tierlist, damit ihr wisst, mit welchen Champions ihr in-game gehen könnt und vor allem carryen werdet. Heißt im Ranked richtig raushauen. Und somit ist das auf eine Low Elo konzipiert in der Elo zwischen Iron und Gold und dort sollten diese Champions zurzeit am stärksten raushauen. Pickt diese Champions also, um zu carryen. Das war's soweit mit den einzelnen Lanes. Das war's jetzt auch schon wieder mit der Tierlist. Wenn sie euch gefallen hat und sie euch hoffentlich weiterhilft beim Carryen in der Solo-Queue, dann schreibt uns auch gerne einen Kommentar, liked das Video oder lasst uns einfach ein Abo da, damit wir einfach sehen, dass ihr solche Videos weiterhin sehen wollt und wir in die richtige Richtung gehen. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst nicht, Hashtag StayUntiltable.